Ich glaube aber hier auf der Seite ist nichts mehr, oder? Wobei, wo ist unsere... Hier ist doch dunkel. Hol mal dein Handy raus. Okay. Hier gibt es nichts mehr zu sehen für uns. Dann hauen wir ab. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Wahrscheinlich habe ich 10.000 Sachen verpasst. Dann ist es halt so. Ist auch nicht so schlimm. Wobei, es ist schlimm. Doch, ich finde es schlimm. Aber der Raum ist auch riesig. Wenn man hier Sachen vergisst, dann ist das so. Ich hoffe, ich werde es nie erfahren. Was ist das hier für ein Stein in der Mitte? Nichts. Okay, wir nehmen das Gepäck. Let's go. Wir machen es alleine. Weil die faulen Säcke uns einfach nicht helfen wollen. Unfassbar. Okay. So, das ist Jacob. Unten ist... Sie ist... Okay. Hab's Gepäck. Endlich. Und ganz alleine, hm? Yep. Da musst du dich dran gewöhnen. Mein Gott, du bist so fies. Ich bin ja nur ehrlich. Oh, okay, was kommt jetzt? Okay, du verschweigst mir, was da bei dir und Emma passiert ist, oder? Defensiv, halt dich raus, verspielt. Was ist denn mit dir? Oh, okay, jetzt bin ich derjenige, der Sachen verschweigt, hä? Huh? Dass Jake was nicht weiß, macht ihn wohl heiß. Nice. Wow. Sorry, ich war so beeindruckt von meinem Reim, dass ich vergessen habe, was... Nein. Du, so cringe einfach. Du gestehst jetzt mir, dass du total verschossen bist in Ryan. Warte, meinst du diesen Ryan, den Segellehrer mit seiner sexy, uninteressanten Einzelgängermasche, die mich total kalt lässt? Selbstgefällig, ich wusste es. Verschmitzt? Ich wusste es. Wusste ich's. Das war auch kein Geheimnis. Ja gut, aber ehrlich. Also wenn du den Typen wirklich so toll findest, warum hast du es ihm nicht gesagt? Ja. Sie hat dich einfach abserviert, hä? Ja, okay. Ihr Argument ist so. Wie soll das denn funktionieren mit verschiedenen Unis? Bla bla bla. Und mein Argument war so... Was ist mit Fernbeziehung? Bla 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 bla. Und sie dann so... Jacob. Sogar mit dem Blick, hä? Tja, Computer sagt nein. Mann, sie hat dich echt sowas von um ihr winziges Fingerchen gewickelt. Wie macht sie das nur? So cringe, ey. Ohne Scheiß. Es ist so cringe. Aber das ist auch so gedacht, glaube ich. Tapfer? Ist es nur ein Flirt? Geschlagen? Vielleicht stehe ich drauf. Naja, wir sind tapfer. Ich meine, eigentlich hat sie recht. Es ist nur ein dummer Sommerflirt. Was habe ich denn anderes erwartet? Mal sehen. Liebe, Stabilität, Verlobung, Ehe, Haus, Kind, Affäre, Kind, Scheidung, Einsamkeit, Alimente, Sorgerechtsstreitigkeit. Überraschende Versöhnung. Leeres Nest, Ruhestand, Enkelkind, Enkelkind, Enkelkind. Okay. Altersheim. Verstanden. Und schließlich... Der Tod. Sterbt ihr gemeinsam und werdet zusammen begraben, wie diese 1000 Jahre alten Skelette, die in Rom ausgegraben wurden. Kommt das so ungefähr hin? Mhm. Oh shit, tut mir leid, das waren Ryan und ich. Mal sehen. Ah, hier ist es. Für dich steht da Blowjob. Oh, ich sehe gerade, das ist die allgemeine Männerliste. Gibt Schlimmeres. Okay, und diese Schrottkarre bringt uns auch sicher nach Hause? Kathleen, kauf dir das nicht ab. Guck's dir mal an. Noch eine Nacht hier draußen im Nirgendwo überlebe ich nicht. Hey, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Dich will jeder umbringen. Und? Bist trotzdem ein Schwächling. Hey, halt's Maul. Schnauze. Okay. Rein hypothetisch, wenn ich ein echtes Arschloch wäre und den Wagen hier lahmlegen wollte, damit wir eine Nacht länger hier bleiben, was müsste ich wohl kaputt machen? Tja, wohl einfach die Spritzufuhr. Oder vielleicht den Verteiler sabotieren? Und ja, das wäre ein echter Arschloch-Move. Okay, und wie sabotiere ich den Verteiler? Mach's doch noch auffälliger. Man nimmt einfach dieses Drehding raus, unter der kleinen Kappe, wo die Zündkabel hinführen. Jake... Dir ist schon klar, dass, selbst wenn wir hier wirklich festsitzen würden, das nicht heißt, dass Emma sich umentscheiden wird. Glaub mir, sie weiß, was sie will. Ja? Sicher. Wie blöd ist er eigentlich? Will er das jetzt echt machen? Das werden wir ja sehen. Ernsthaft? Ich muss irgendwas jetzt machen davon? Willst du mich verarschen?
die Spritzzufuhr kappen oder den Verteiler klauen? Ne, klauen will ich nichts, weil sonst finden die Beweisstücke an mir. Ich kappe. Ich will eigentlich nichts von beidem machen. Oh, das sieht wichtig aus. Das ist so ein dummer Move. Shit. Ich werde das morgen wieder in Ordnung bringen. Mhm. Hier oben, Leute. Hey. Was haben die beiden jetzt wieder vor? Hey, Jacob. Was? Nein, Alter, bitte, tu's nicht. Hier, fang. Was zum Henker? Weg. Okay, her damit. Boom. Oh, wie geil ist das? Oh, Mann, oh guter mein Fang. Gott. Freak. Oh. Okay, übertreib's nicht. Kohle dabei. Freaks, ihr seid allesamt Freaks. Oh, endlich. Ich verstehe ja den Technologieverzicht, aber langsam reicht's. Wäre es zu viel verlangt, dass Mr. H die Handys wenigstens auflädt? Du hast immer was zu meckern. Du weißt, dass die Handys nur für Notfälle gedacht sind, oder? Oder ist es für dich ein Notfall, abserviert zu werden? Haha, böse. Alter, was sind das für Menschen hier? Freundlich oder genervt? Halt's Maul. ja, wenigstens hatte ich eine Beziehung. Okay, wie lief denn deine Beziehung in diesem Sommer? Mann, was ein Konter. Ja, vielleicht ist aber einfach auch nicht jeder so notgeil wie du. Okay, genug von den Schwanzvergleichen. Ich will nach Hause, hm? Da sind die. Wo sind denn die anderen? Warum fragst du mich? Du weißt doch sonst so Sachen. Was soll ich denn zu so einem Statement sagen? Sag halt Nick. Du bist so ein Genie. Ein solcher Prachtkerl, wie du es bist, kann jede haben. Okay, ja. Träum weiter, Junior. Okay. Okay, alles klar. Verstehe. Das ist sehr cringe alles. Das ist alles sehr, sehr unangenehm, diese Gespräche teilweise. Aber hey, ich glaube, so war das in den 80ern. Ich glaube, das soll nicht in den 80ern sein, aber die verhalten sich so. Hackett's Quarry Camp Hütten. Abigail. Oh, die ist neu. Mhm, nett, nett. Gute Zeichnerin, wie es aussieht. Hallo, meine Partymaus. Statusbericht? Wir haben offiziell unser Nest leer. High five, hopp, hopp. Okay, high five, let's go. Warum auch nicht? Oh Mann. Du bekommst dein Handy zurück? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser moskitoverseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Oh, verdammt. Ja. Was? Und wo ist der Schlüssel? Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Nach dem Schlüssel fragen? Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich, wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Einbrechen? Oder Taschen dalassen? Ich lasse doch nicht meine Taschen da. Ja, dann brechen wir ihm ein. Okay. Legen wir los. Aber wehe, wenn das Ärger gibt. Ich werde nichts verraten. Okay. Mr. Hackett, der fährt es eh. Na und? Er wird glauben, es war ein Bär oder sowas. Hast du hier schon mal Bären gesehen? Nein, aber das heißt nicht, dass da keine sind. Die sind alle sehr schlau hier in diesem Spiel. Na gut, dann mal los. Auf drei. Oh Gott. Eins. Zwei. Drei! Oh. Das war einbrechen, das war einfach die Tür aufdrücken. Durch positives Denken. Wieso höre ich auf dich? Weil ich immer recht habe. Okay. Und du bist sicher, die denken, das war ein Bär? Oh mein Gott, hör auf. Wir killen hier doch niemanden. Okay, gut. Ich schau mich nur noch mal um, falls wir was vergessen haben. Oh. Nur zu. Ja, 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 warum nicht? So machen wir das. Vielleicht finde ich ja noch so eine Tarotkarte. Das finde ich ganz nice. Oh. Das war doch Klein Isis. Klein Isis? Ich will ein Spiel spielen. Oh mein Gott. Was? Da lassen oder mitnehmen? Ich lass da. Ja, du bleibst am besten hier, du gruseliges kleines Ding. Der Weg aktualisiert, oh mein Gott. Das, ja. Ich will hier nichts klauen.
Es sei denn, es ist was anderes. Aber diese Puppe, die hat mir ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen. Nein, nicht rausgehen, Mann! So. Hier ist auch noch was. Ah, eine kleine Zeitschrift oder Zeitung. Dieser Ort machte Schlagzeilen? Schlagzeilen-Schnipsel, sehr dunkle Schlagzeilen. Ein Ausschnitt aus der Lokalzeitung der North Kill Gazette. Sieht nicht gerade aktuell aus. Da steht etwas über einen Brand. War das hier in Hackett's Quarry? Ein Brand. Okay. Die Zeitung lassen wir aber hier. Nicht mitnehmen, nicht klauen. Finde ich gut. Da ist nichts. Haben wir noch irgendwas? Ja, da liegt noch was. Oder wir gucken uns irgendwas an. Klingt bekloppt, aber ich werde die lausige Federung echt vermissen. Mit wem redest du da? Okay, ja, sie wird die lausige Federung vermissen. Hier haben wir schon geguckt, hier gab es ja nichts. Ja gut, mehr ist das nicht. Dieses Püppchen habe ich jetzt da gelassen. Ich habe das Gefühl, das wird uns noch den Rücken brechen hinterher, wenn wir das mitnehmen. Warum auch immer. Vielleicht auch nicht. Aber es hat ja halt irgendwas zu bedeuten, dass man hier einen Weg wählen konnte. So, wo möchte ich denn jetzt hier hin? Also wir könnten hier hoch, wir könnten uns auch da hinten bei den anderen Lodges umschauen. Was ist denn unser Ziel? Schau dich ein letztes Mal bei den Hütten um. Okay. Dann gehe ich eben hier lang. Das ist ja nicht eine dieser Hütten, oder? Was? Was gibt's denn hier? Was ist das eigentlich für ein Rucksack mit so Fledermaus-Flügeln? Das wird seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Okay. Ich hab mich eher wegen dem Sound erschreckt. Was ist denn mit dem... Was ist denn mit dem Vogel? Hey, lass das sein. Okay. Was zum Henker war das? Okay, cool. Wir haben einen Vogel verschreckt. Ich habe das Gefühl, das wird noch Konsequenzen haben. Das fände ich cool, wenn das wie bei Life is Strange zum Beispiel oben links stehen würde. Diese Aktion hat Konsequenzen. Da habe ich mir jedes Mal in die Hose geschissen fast, wenn das da stand. Ja. Okay, so krass war es nicht, aber hey, man macht sich halt Gedanken. Hier komme ich nicht weiter durch. Das Gras ist einfach zu hoch. Das verstehe ich auch. Aber da hinten ist noch eine Bank. Glaube ich. Also irgendwas steht hier auf jeden Fall. Aber nichts Interessantes für uns. Nö, nicht wirklich. Alright. Dann gehen wir wieder zurück zu den Hütten. Und da sollen wir uns ja eh umsehen. Bei jeder Hütte? Ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber gut, dann machen wir das. Wir gehen jetzt zu jeder Hütte. Hier ist noch ein Baum zwischen den Hütten, aber der ist uninteressant. Komme ich hier hoch? Hier kommt man hoch. Ist jetzt die Frage, kommen wir überall auch rein? Nein, okay. Hätte mich jetzt auch gewundert, ehrlich gesagt, weil die sind schon... Ich glaube, die Hütten ähneln sich alle... Sehr innen. Was haben wir denn hier? Ein Kassettenrekorder? Dylan wird sich nicht freuen, dass die Kids den Lügen gelassen haben. Aufnahme des Camp-Songs. Eine Aufnahme des Lieds vom Hackett's Quarry Camp aus alten Zeiten. Die Technologie hat sich weiterentwickelt, aber der Song ist unverändert. Okay, den nehmen wir mit. Ich sage es Chris, wenn wir ihn sehen. Nehmen wir doch nicht mit. Okay, aber die Info haben wir, dass es hier liegt. Da ist nichts. War da oben noch irgendwas? Ich glaube nichts. In den Hütten ist einfach mal gar nichts drin, wenn ich mal durchs Fenster schaue. Da ist gar nichts drin. Komplett leer.
Das macht mir ein bisschen Angst und Bange. Okay, nächste Hütte. Ja, ich glaube nicht, dass wir bei jedem jetzt hochgehen müssen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas da oben finden werden. Ich hoffe, ich täusche mich nicht bitterböse. Kann man hier hinter die Hütte? Nein, kann man nicht. Was ist das hier? Oh, das, ist das ein Pool? Das ist ein Pool. Ein Pool. Okay, erstmal die anderen Hütten, bevor wir uns weiter in die andere Richtung machen. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas rumliegen, rumfliegen. Mhm. Was ist denn hier hinten los? Was geht denn da ab? Da steht jemand. Ach, das ist sie. Sie wartet auf uns. Okay. Ja, ja, wir kommen zu dir gleich. Ich schaue mich noch um. Wir haben ja Zeit, ne? Hier läuft ja kein versteckter Timer oder sowas, hoffe ich. So, auch hier gibt es nichts für uns zu finden. Nö, nein, auch hier sehe ich nichts. Wir überfliegen jetzt mal ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, hier gibt es auch nicht wirklich etwas für uns. Hallo? Alter, bleib doch nicht da an der Stange hängen. Okay. Gut, ich glaube, das war's. Dann schaue ich mir noch in der Mitte diesen riesigen Baum an, der wunderschön ist. Wunderschön. Eine Schaukel haben wir hier noch rumstehen. Vielleicht können wir ja ein bisschen rumschaukeln. Kann man nicht. Oh. Aber man kann die Schaukel bewegen. Okay. Oh, hier liegt was. Ne, da steht was. Beweismaterial. Was? Beweismaterial? Alle lieben Schnitzeljagden. Mhm. Und so ist es auch in Hackett's Quarry. In diesem Wald sind allerhand Geheimnisse verborgen, die dich, wenn du sie entdeckst, vor juristischen Folgen schützen können. Denn all die Erlebnisse, von denen du hinterher erzählst, sind bloß Geschichten, wenn du sie nicht belegen kannst. Also spüre die dunklen Geheimnisse auf, mach Fotos oder finde Beweismittel. Dann kannst du vielleicht deine Unschuld beweisen. Meine Unschuld wofür? Wofür? Was haben wir denn hier getan? Okay, verstehe. Autsch. Sollte Jacob besser nicht sehen. Was denn? Was steht denn da? Die Wahrheit ist da draußen. Leere Fiole. Beweismaterial. Eine leere Fiole, die unangenehm riecht. Wonach, wenn ich fragen darf? Was ist das? Ist das Dylans? Ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne sehen, was da steht. Text einblenden. Jacob plus Emma für immer. Für den Sommer. Okay, immer ist durchgestrichen und dann steht da für den Sommer. Frag mich nur, wer das gemacht hat. War das etwa Emma? War das Emma? Okay, interessanter Fund. Sehr interessant, mit Beweismaterial. Wir können am Ende dann beweisen, dass wir unschuldig sind. Jetzt frage ich mich aber echt, weswegen? Aber gut, wir werden es vielleicht rausfinden. San Francisco, Seoul, Toledo. Jetzt bin ich nicht mitgekommen. Tokio. Was stand da? Monkey Island ganz oben? Stand da ganz oben Monkey Island? Coney Island. Geil. Tokio, Boston, Burbank, Death Valley, Decatur, Toledo. Okay. Text einblenden. Ja, das haben wir schon. Witziger Wegweiser. Haben wir jetzt irgendwas rausgefunden hier? Camp? Camp Hütten? Oh. Camp Lodge. Abigail, ja, ja. Leere Fiole haben wir hier gefunden. Hinweise. Schlagzeilenschnipsel. Habe ich noch irgendwas? War das jetzt ein Wegweiser? Oh, das haben wir übersehen. So unterhaltsam er auch ist, dieser Wegweiser erinnert auf erschreckende Weise daran, dass Hackett's Quarry wirklich sehr weit von der Zivilisation entfernt ist. Das glaube ich gern. Okay.
Gut, ich glaube, wir haben hier alles. Wir können uns jetzt langsam zurückmachen zu Emma, so heißt die Dame. Aber ich möchte gerne erstmal schauen, ob wir hier vielleicht rein können. Was auch immer das ist. Da geht's zum Pool. Ich will zum Pool. Ich will eine Runde schwimmen. Ey, ich glaube, daraus wird nichts. Oder? Kann ich hier drüber steigen? Na los, geh! Verdammt. Okay, geht nicht. Schade. Schade, ich hab's versucht. Ich hab's gesehen. Keine Möglichkeit, zum Pool zu kommen. Was ist hier hinten so? Gar nichts. Absolut ein feuchter Kehricht, den man sich nicht anschauen kann. Hier steht doch noch was. Was ist das denn? Okay. Caitlin, 35? Ich glaube, Caitlin hatte den ersten Platz für den ganzen Sommer. In was denn bitte? Shooting Stars. Leaderboard Scores. Caitlin, Jaden, Chesney, Sharpeye, was ist das denn? Diesel, Ryan, Brooklyn, Jay, Idris und Kristen. Und Schießstand-Stars. Okay. Schießstand? Wo ist denn hier ein Schießstand? Ich hoffe, wir dürfen auch mal an den Schießstand. Wir knacken den Rekord, aber sowas von. Okay, hier ist sonst nichts. Wir gehen mal zurück zu Emma. Weil ich glaube, wir haben hier einigermaßen alles gefunden. Hoffe ich. Wenn nicht, dann nicht. So. Hi, Emma. Kann es losgehen? Na klar. Unsicher. Ah, noch nicht. Let's go. Los geht's. Finally. Okay. Wahrscheinlich, wenn man sich unsicher war, dass man alles gesehen hat. Zurück ins wirkliche Leben. Du bist immer so dramatisch, anstrengend, selbstsicher. Ach, das ist Theater. Das wollen die Leute so. Wer sind denn die Leute? Also, eigentlich heißt Vorspielen nur, du selbst zu sein. Aber lauter. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Hat hier eigentlich jeder mal was mit jedem? Was ist das? Wow, 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 wow! Oh. Gut gelenkt, Cowgirl. Danke. Verflinkst. Verflinkst? Okay, dann rein hypothetisch. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Und dann ist er am Ende ein Idiot, wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er ziemlich süß. Aber er ist ein Idiot. Wieso ist dann Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Er sieht's auch so. Ja, klar. Aber zu euch. Du und Nick habt vielleicht eine Chance. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich habe seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. E-Mail? Bist du 93? Warum nicht E-Mail? Du wirst mir empfehlen, Abby. Frag nach Instamann. Oh, halt, stopp! Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Oh. Ich hasse alles. Ich würde jetzt sagen, Siegesrunde. Aber ich glaube, die sichere Route ist natürlich zurück zur Lodge. Wir machen die Siegesrunde, natürlich. Mal gucken, was passiert. Sieg über was denn? 2 Monate ohne Technologie. Ich finde es ganz schön, offline zu sein. Uch, ich nicht. Und meine Fans vermissen mich. War klar. Meine Fans, was sarkastisch? Wie haben sie es ohne dich geschafft? Unterstützend? Kann ich mir vorstellen. Ja, komm. Kann ich mir vorstellen. Weißt du was? Das kann ich mir vorstellen. Abby, war das ein Kompliment? Mhm. Dein Charme ist ansteckend. Was soll ich da noch sagen? Ich wäre dabei. Ja, bitte. Wenn du zu Hause bist, folg mir und schmetter den Like-Button. Und denk ans Teilen.
Okay, meine Worte, Freunde. Mach genau dasselbe. Nein, du liebst mich. Alter. Und Abo nicht vergessen, ne? Mein Abo dalassen. Die Feuerstelle? Die Insel. Die Insel mit dem Baumhaus? Wunderbar abgelegen. Aha. Ist das Rauch? Das ist Rauch. Sollten wir Alarm schlagen? Sieht kontrolliert aus. Ist wahrscheinlich nur Mr. H, der Holz verbrennt, bevor er, naja, das Camp für den Sommer schließt. Wer ist Mr. H eigentlich? Den haben wir noch nicht gesehen. Wir sollten jetzt wohl zurück. Oh ja, falls der Nick einfach ohne dich abreißt. Was? Nein, aber wahrscheinlich warten alle auf uns. Mhm. Alle warten auf uns. Sie warten, ja. Nick wartet. Alle. Stimmt. Mhm. Aber die Grafik ist ganz schön, muss ich sagen. Vor allem von den Gesichtern. Was zum Henker ist jetzt? Was sollen immer diese Kamerafahrten so? Mit diesen Sounds. Beobachtet uns irgendjemand? Mr. H, beobachten Sie uns etwa? Wir haben ihn noch nicht kennengelernt, ne? Hackett's Quarry, Sommercamp, Eingang. Dylan. Chill mal, Jacob. Ist okay. Ich habe einen vollen Akku, also... Oh, fuck, Mann. Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein. Was? Ist okay, ich besorg mir den Saft von Mr. H, bevor wir fahren. Oh Gott. Dieser Spruch. Da sind ja die Mädels. Hi, Nick. Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Na los. Was denn? Nur noch das Gepäck da hochheben. Oh, hier, lass mich mal. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Ganz sicher? Ich könnte nämlich... Also, das wäre kein Ding. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Danke. Okay, sag doch nochmal danke. Wir wollten nur freundlich sein. Cool. Okay. Anstupsen. Was? Wer wen? Wer denn wen? Abby, soll ich dir... Ja. Kann ich... Danke. Weißt du, da steht einfach anstupsen. Was anstupsen? Wen anstupsen? Okay, wir sind Dylan jetzt momentan, aber was heißt denn anstupsen? Du musst ein bisschen klarer werden, Spiel. So macht man nämlich falsche Entscheidungen hinterher. Aber das war jetzt ganz okay. Das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Hey, wo steckt eigentlich Ryan? Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Oh, steigt da eine Mii-Party? Ich hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema? Abwehrend, lass andere in Frieden. Freundlich, geht's um mich? Was sind das für Antwortmöglichkeiten? Lass andere in Frieden, Podcast zu hören? Wir sind mal freundlich. Ja, welches Thema? Geht's dabei um mich? Du denkst, es gäbe einen ganzen Podcast über dich? Ja, klar. Okay, wenn hier jemand Podcast-Potenzial hat, dann ich. Ja, und der Podcast wäre Holt euch den Look und mieft wie ein Po. Oh mein Gott, du bist so kindisch. Aber ich sehe nicht aus und riech wie ein Po. Nein, es geht um paranormale Vorkommen. Die Episode handelt von hier. Weird, oder? Die Hexe von Hackett's Quarry. Was? Die was von wessen? Was für ein Ding? Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Kennst du etwa nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Sag doch nochmal Hexe von Hackett's Quarry. Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Es, hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Die Oma sie haben wir schon mal gesehen. Sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde
flüstern und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Okay. Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Was? Oder killt dich, oder so irgendwie. Nein, das ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Naked Quarry. Wow. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Und die ist auch noch wahr wahrscheinlich. Defensiv besser als deine. Unterstützend, ihr hättet die Kids sehen sollen. Oh ja, denen hat's auch gefallen. Ohne Scheiß, Leute. Ihr hättet die Gesichter der Kids am Lagerfeuer sehen sollen. Gezeichnet fürs Leben. Ja, ich meine, nicht fürs Leben. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen. Der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt ihr da rum, Hecketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Komm, Mr. Los. H. Schwingt endlich die Hufe. Chris. Sorry, Mr. H. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf. Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories? Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Okay, cool. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Yo, Mr. H. Was denn, DJ Dylan? Kann ich mal kurz an die Ladestation? Ich brauch ein paar Tunes für unterwegs. Nein, geht nicht. Das ist uncool? Kein Problem? Nee, das ist uncool. Bitte, das ist super uncool, hey, Mann. Hey, Junge, ich bin der coolste verdammte Bro auf der ganzen Welt, Mann. Was? Ich brauch nur Tunes für die Fahrten, Mann. Sind ihr alle bekifft? Okay, jetzt hör auf. 5 Minuten? Nur 5 Minuten, das wäre genug. Mann. Er sagte nein, Dylan. Okay. Okay, ich weiß, aber ich... Wir sehen uns am Van, okay? Okay. Was ist denn hier los? Sind die alle drauf?